So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter, bis wir die nächste Stadt holen mit der nächsten Mission. Nämlich hier dieser. Möchte ich da auch nochmal weitermachen? Wir müssen noch Market District, okay. Wo ist denn der Schnellreisepunkt jetzt? Da. Okay, geradezu irgendwo. Die nächste wäre jetzt hier geradezu irgendwo. Weil wir wollen noch eine Mission heute machen. Dann gehen wir nach Seattle Center. Weil, wie gesagt, wir wollen eine Mission machen. Heute. Und dann irgendwann mit dem neuen Ding-Teil, neuen Stadtteil anfangen. Einmal kurz Aktivist ausgeschaltet. Geht mir mittlerweile auf den Nerv gerade so ein bisschen. Ja, halt war Fetch. Unterschreiben Sie unsere Petition gegen Drogen? Wenn wir dieses Gift nicht verbannen, enden unsere Kinder alle wie Fetch Walker. Fetch Walker? Ihr Körper war von Drogen zerfressen. Und die Drogen machen Sie zu einer Bioterroristin. Das ist einer von denen! Nicht Sie weg hier! Er wird uns alle umbringen! So. Das ist immer noch ein freies Land, Delsin. Oh, Reg. Wusste nicht, dass du dran bist. Habe ich die Null gesehen? Die Menschen dürfen ihre Meinung äußern, und zwar ungestraft. Das war Selbstverteidigung, Mann. Die hatten Schilder und Flugblätter. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, würdest du viel weniger auffallen, wenn du am Neonschild des Restaurants wartest, okay? Sie wird sich dort bestimmt wieder aufladen, und du würdest dich nicht durch dumme Straßenprügeleien verraten. Die haben doch angefangen. Tu's einfach. Okay, ich brauche ein Versteck. Ist das eine falsche? Oh. Jetzt mal noch das Ding da unten gekriegt. Wir können jetzt ja wieder aufladen. Hm.
Okay, das ist gut. Überwachung auf Pennerart. Genau, dann nehmen wir das doch da. Oh Mann, riecht es gut. Ach, warum habe ich denn Dylan keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Eine weitere Superkraft. Ah, nicht schon wieder. Genau wie letztes Mal, Delzin. Konzentrier dich. Oh, nein, 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 nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Lass mich einfach in Ruhe. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Du kannst Wände hochlaufen. Wie abgefahren ist das denn? Verdammt ist die schnell. Was? Ich kann immer nur eine benutzen? Das ist doch unfair. Ach, echt jetzt? Wir haben es alle verdient. Komm her jetzt hier. Ah, ich verliere sie. Verlieren sie. Komm schon. Ja. Habe. Komm schon, Dels. Gib Gas. Lass mich einfach in Ruhe. Zu schnell. Das war klasse. Hab ich's jetzt oder was? Aua. Mann. Ey, Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst mich nicht zum Halten bringen. Lass mich einfach in Ruhe. Nee, hab ich nicht, natürlich nicht. Geh mir nicht auf Nüsse, Alter. Die
Sie lässt mich nicht in Ruhe gerade, ne? Dass ich gerade die Neonlichter zerstören kann oder was auch immer. Die gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Die schlechte Nachricht. Ah, oh, hau doch ab von mir! Nee, also die lässt mich echt nicht daran, ne? Nee. Fuck mich doch nicht! Also da nervt sie mich gerade so ein bisschen. Down. Oh, Alter. Vier noch. Doch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustin. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Der ist eins. Von deinen Kräften, sonst nichts. So, zwei. Oh, nerv ich doch nicht, Alter. Ah, hau doch mal ab, Andy. Ich geh mir nicht auf. So lebe ich, kann nicht selber. Ich kann nicht selber machen. Zu dem, wo. Wo sind die scheiß Neonschilder noch hin, ne? Ich weiß nicht, wo das ist, scheiße. Oh, Mann, oh, Alter, geh mir nicht offen. Hau mal ab von mir jetzt endlich, ey. Egal, wo ich bin, sie weiß es sofort und trifft und trifft und trifft und trifft. Da oben. So,
Problem ist, es ist natürlich scheiße dunkel. Ich sehe nicht, wo die Scheiße. Ja, gut, ich bin tot. Halt die Schnüsse, lass mich in Ruhe. Mann, haben die doch in Ruhe. Wie sie sofort nur riecht, dass ich daran will. So, eins noch. Also, wo ist das letzte hier? So. Ich weiß, dass ihr da seid. Überrascht mich. Oh, das mache ich jetzt öfter. Du kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Wo zur Hölle steckst du? Die muss irgendwie hier sein. Ich gehe nicht wieder zurück. Ah, ich treffe sie nicht. Der zwei von mir auf jeden Fall mitbekommen. Ah, dann nicht. Ey. Nein, nein, nein. Da machst du kaputt, mein Freund. Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu dir gehören würde. Ich glaube, wir haben sie sogar. War eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde. Und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weit. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und... Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer...
Die lassen dich Dinge tun, die... Die man nicht möchte. Oh Gott, Brent. Dann ist Brent der Bruder und nicht der Freund. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder, niemand sonst. Eine krasse Geschichte. Jansen, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut, komm schon, steh auf, steh auf! Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachtsinn. Sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Wir helfen hier. Ich übernehme die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier. Nicht für die Jagd auf Bioterroristen. Ich bin ein Conduit. Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur heute nicht. Ja. Rein wir. So, Mission abgeschlossen. Kann ich nicht? Kann man Stufe 4 verfügbar? Na okay, dann müssen wir noch ein bisschen sparen, oder was? Oder komm. Gut, wunderbar. Pass auf, Rich, sorry, ich... Wen haben wir denn da? Das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit dir reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Oh, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe... Tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke.
Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Hey, Fetch, das DUP hat auf die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzapfen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Überlassen? Und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Willst du mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an Jackie Frieder für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Lecklich. Und eins von diesen Dingern ist an der Ecke 2. und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Meine Rauchkraft ist weg? Was nützen einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Ihr habt sich anders verdient, die Idioten. Okay, jetzt kann meine Rauchkraft nicht nutzen. Ich kann ja wirklich nur noch... Ich habe wirklich nur noch Neonkräfte. Scheiße. Da muss ich die weiter ausbauen. So, gut, dann machen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Sonst wird das ein bisschen zu lange. Aber wie gesagt, coole Mission auf jeden Fall. So. Mittlerweile 43%, mittlerweile auf 43%, also fast die Hälfte des Spiels aber durch. Mittlerweile, yeah. Tschüss.